Herzlich willkommen zu Fun and Drive, dem Automagazin zum Jahresausklang. Und zwar ohne angeblich best-of genannte Wiederholungen. Denn unser letzter Gastauftritt in diesem Jahr ist ein ganz besonderes Auto. Er ist nur gut 4 Meter lang, hat keinen Allradantrieb, ist voll elektrisch und es ist trotzdem ein Jeep. Echt jetzt? Na, das sind doch ideale Bedingungen für unseren Testlauf. Matsch, Dunkelheit, Kälte, da muss unser Gast jetzt durch. Sofort war klar, wüstenschöne Prospektbilder und andere Klischees über Jeep sind mit dem Avenger der Schnee von gestern. Als eine gute Freundin das erste Mal den Wagen erblickt, begeistert sie sich eine Oktave zu hoch. Nein, der ist ja süß. Hoffentlich hat das niemand gehört bei Jeep, dem Original mit der Geländelegende. Denn zwei Dinge zeichnen einen Jeep aus: seine hervorragenden Offroad-Eigenschaften und sein ikonografisches Design. Zumindest letzteres hat auch der Avenger übernommen. Gemäß dem Spott über den Baby-Benz müsste der hier Junior Jeep heißen, denn mit 4,08 Meter Länge ist er deutlich kürzer als ein Golf. Der rechtlich geschützte 7-Schlitz-Grill ist das natürlich nicht mehr, davor sind einfach 7 Platten. Deshalb gibt es vorsichtshalber das Originallogo als Abzeichen. Wir fahren die voll elektrische Version, 156 PS, 260 Newtonmeter bei 150 abgeriegelter Spitze. Der Zwang zur Unverwechselbarkeit zündet auch an den Heckleuchten filigrane Freudenfeuer. Der Kofferraum schluckt 355 bis 1276 Liter. Ihnen verblüfft die durchgehende Ablage auf halber Etage und das Meer von klassischen Schaltern. Selbst die Gangwahl erfolgt auf dieser Tastatur. Hartplastik erinnert an die Preisgestaltung, obwohl es auch liebevolle Details gibt. An den Sitzen nervt aber das zu tief sitzende Gurtschloss. Wie immer steht unser Fahrersitz im Senklot an der Lenkradunterkante, der Beifahrer jedoch am Anschlag. In der zweiten Reihe ist damit kein Platz mehr für die ach so angesagten Curvy Models. Aber unsere Mitfahrenden hatten dieses Problem nicht. Fatal digital, selbstredend ist auch hier Jeeps ADAS an Bord meint, Advanced Driver Assistance Systems. Und es kommt noch digitaler. Wen schon autonomes Fahren verunsichert, der sollte wissen, dass Jeep am autonomen Offroad arbeitet. Aber ehe es soweit ist, macht uns die Technik sprachlos. Die Sprachsteuerung will einfach nicht mit uns reden, weil wir das Abo nicht bezahlt haben. Die verschiedenen Fahrmodi scheinen aber noch nicht abgelaufen, also werden wir uns das Programm mit dem Schnee reinziehen. Wir stehen ja drauf. Der Avenger hat in Europa einen Blitzstart hingelegt und das mit der Frage, obwohl oder weil er das erste voll elektrische Modell der Marke ist. Mit nur 1536 Kilo ist er ein Leichtgewicht. Damit schafft er die 100 in 9,0 Sekunden. Auch das klingt viel zu vernünftig für einen Jeep, wenn man vom martialischen Namen mal absieht. Denn der Avenger rächt sich höchstens an allen, die einen Jeep nur als Schlachtross dulden. Was hier wie eine idyllische Winterlandschaft scheint, macht dem E-Autofahrer eher Angst. Aber mit dem Laden gab es null Probleme, zumindest beim Avenger selber. Bei unserem unbedarften Ansatz schon. An den Schnellladern von NBW mit 150 kW laden wir für rund 96 Cent die Kilowattstunde. An den 300er Säulen ging das hoch bis 1,37 Euro. Falsche Säule, Ladekarte oder Tarife? Wozu Energiepreisbremse? Das nennen wir mal Rekuperation, also Energierückgewinne. Dann macht's mal Tau. Zumindest auf dem Thermometer wird die Welt wieder positiver. Zeit also für Petitessen wie dem Blinkersound. Am ersten Tag witzig, am zweiten noch ganz originell und am dritten will man den Blinker nicht mehr nutzen. Gegenmittel: nicht anschnallen. Das überlagert den Blinker. Kommen wir zur Kernkompetenz. Mit seiner 54 Kilowattstunden Batterie soll er rund 400 Kilometer weit kommen, natürlich nur gemäß WLTP. Selbstredend ist auch hier die bis 80% Angabe knapp 30 Minuten. Voraussetzung ist eine gut erreichbare Powersäule. Das Laden ginge dort mit maximal 100 kW, im Alltag sind nach unserer Erfahrung auch 50 vertretbar. Nach einer Woche unter Winterbedingungen in Berlin schätzte unser Bordcomputer bei 94% Ladung immerhin 368 Kilometer Reichweite. Im Eco-Modus wäre die Prognose deutlich höher.
Jeep war ja traditionell eine Marke für Individualisten, sprich Unangepasste. Nun ist dieser Avenger aber derart gut angepasst an heutige Mobilitätsanforderungen, dass sich uns eine Frage aufdrängt. Wäre es nicht an der Zeit, auch unser Produkt an heutige Gewohnheiten anzupassen? Also Format aufbrechen und Inhalte tiefer legen, Klischeebilder kreuz und quer schneiden, beschmierte Wände sind Pflicht, viele Klicks geben auch niedliche Tiere, am besten mit Merchandising dahinter. Und natürlich ganz viele Captions. Irgendwo muss noch jemand ein Notebook aufklappen, Logo, dann Menschen zeigen, die einfach in der Freiheit kämpfen. Also nee, lass mal stecken. Aber hat man so einen kleinen Jeep nicht schon einmal gesehen? Ja, das Lookalike Suzuki Jimny, 3,65 Meter lang, aber inzwischen nur noch als zweisitziges Nutzfahrzeug angeboten, weil er als PKW nicht mehr ginge mit der Technik und dem Verbrauch. Also keine Chance gegen unseren kleinen Jeep, der gar keinen Sprit verbraucht, nur Strom. Nach Prospekt 15,8 Kilowattstunden auf 100. Bei uns zeigte das Display immer deutlich über 20. Klar, extreme Bedingungen durch Winter und Dreharbeiten mit Aufwärmen im stehenden Auto. Dennoch, wir waren sehr angetan vom Avenger, denn im urbanen Alltag erwies er sich, anders als von dieser Marke erwartet, als wendig, noch relativ sparsam, leicht zu fahren und nett anzusehen. Ab 37.000 Euro bekommt man eine gute Prise Jeep-Feeling und nach dem vorzeitigen Streichen der Förderung eine Vorstellung von der Zukunft der E-Mobilität.